will von Himmel dort, geboren am 2. Oktober im Jahr 1847 in Posen in Polen. Und gestorben ist am 2. August im Jahr 1934 in Polen. Seine Amtszeit war vom 12. Mai 1925 bis zu seinem Tod am 2. August im Jahr 1934. Seine Größe war fast 2 Meter, 1,98, um genau zu sein. Sein vorheriges Amt war der Reichspräsident von 1925 bis zu seinem Tod im Jahr 1934. Seine Großeltern, Karl Ludwig Schwickhardt und Julie Mönnich. In welcher Partei war Paul Hindenburg? Im April des Jahres 1925 wurde er Reichspräsident und war dies vor allem ein Sieg der Konservativen, der politischen Rechte und der Monarchisten. Paul von Hindenburg selbst gehörte allerdings jedoch keiner Partei an und war aber überzeugter Anhänger der Monarchie. Warum ernannte Paul von Hindenburg? Hinter Hitlers Ernennung steckte eine rationale Entscheidung von Hindenburg. Er sah die Chance, statt einer allein auf die präsidiale Macht gestützten autoritären Regierung seine Vision von der Volksgemeinschaft zu verwirklichen. Welt Online. Hindenburg hatte Hitler am 30. War Paul von Hindenburg ein Reichskanzler von damaligen Deutschland? Trotz seines Bekenntnisses zur Monarchie leistet er den Eid auf die Weimarer Verfassung und wird ein von den demokratischen Parteien weitgehend anerkannter Präsident am 28. März. Ohne das Parlament einzuschalten, beruft Hindenburg Heinrich Blüming zum Reichskanzler von damaligen Deutschland. Wie kam es zum Ende der Weimarer Republik? Mit der Ernennung von Adolf Hitler zum Reichskanzler war das Ende der Weimarer Republik am 30. Januar 1933 besiegelt. Wie hieß Deutschland im Jahr 1932? Die Chronik der Weimarer Republik. Wie hieß Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg? Der Kaiser hat abgedankt. Der Erste Weltkrieg ist verloren. Im Jahr 1918 ist in Deutschland nichts mehr, wie es war. Nun beginnt die erste Demokratie auf deutschem Boden, die sogenannte Weimarer Republik. Sie dauerte bis zum Jahr 1933. Dann kam Adolf Hitler durch demokratische Wahlen an die Macht. Wie heißen die drei Phasen der Weimarer Republik? Drei Abschnitte. Erstes. Krisenjahre 1919 bis 1923. Zwei. Die goldenen 20er 1923 bis 1929. Und der Untergang 1929 bis 1933. Wie nannte man die Deutschen im Mittelalter? Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Das Kürzel lautet daher HRRDN. Befand sich im Mittel- und in Südeuropa von 962 nach Christus bis zum Jahr 1806. Es war das Herrschaftsgebiet der römisch-deutschen Kaiser und der Könige.
Erst hieß es Heiliges Römisches Reich und bekam später im 15. Jahrhundert. Nun kommen wir zu Paul von Hindenburg. Erich Ludendorff, Franz von Papen, Oskar von Hindenburg, Ernst Röhm, Friedrich Ebert, Kurt von Speicher, Wilhelm II. Ehe Bürger Paul von Hindenburg, 1847 bis 1934. Er wurde 86 Jahre alt und war 1,98 Meter. Ehe Bürger Paul von Hindenburg, Generalfeldmarschall und Reichspräsident der deutschen Nation. Oder besser, der Weimarer Republik. Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg wurde im Jahr 1917 noch im Ersten Weltkrieg anlässlich seines 70. Geburtstages zum Ehrenbürger zahlreicher deutscher Städte ernannt. Auch Bremen wollte nicht zurückstehen und verlieh ihm die Auszeichnung als Feldherrn und ersten Ratgeber des kaiserlichen Oberfeldherrn. Mit der Auszeichnung verband der Senat die Hoffnung, dass Hindenburg als Nationalheerhaus des deutschen Volkes Deutschland zu einem glücklichen Kriegsausgang verhelfen würde. Dazu kam es aber jedoch nicht, denn Deutschland kapitulierte im folgenden Jahr, 1918. Die Bremer Ehrenbürgerurkunde wurde nicht persönlich übergeben, sondern im Jahr 1917 nur in einer vorläufigen und im Jahr 1919 in einer schmuckvollen Ausführung per Post zugestellt. Hindenburg verdankte die Ehrung schriftlich. Paul von Hindenburg war wegen seiner militärischen Erfolge im Jahr 1914 und 1915 in Deutschland hoch angesehen, nachdem er im Jahr 1916 mit Erich Ludendorff die oberste Heeresleitung übernahm, veränderten sich auch die politischen Machtverhältnisse. Mit der als Hindenburg-Programm bezeichneten Mobilmachung zum totalen Krieg entwickelten sich die oberste Heeresleitung in Richtung Militärdiktatur. Dennoch wurde Hindenburg trotz ausbleibender militärischer Erfolge und Ernährungsnot im Deutschen Reich weiterhin verehrt. Auch nach Kriegsende genoss Hindenburg hohes Ansehen und wurde 1925 zum Reichspräsidenten gewählt. Er übte dieses Amt hochbetagt bis zu seinem Tod aus. Als er im Jahr 1930 begann, Reichskanzler ohne Beteiligung des Parlaments einzusetzen, trug er mit diesem Übergang zum autoritären Regime der Präsidialkabinette und schließlich mit der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler im Jahr 1933 entscheidend dazu bei, dass die erste demokratische Staatsform in Deutschland scheiterte und leider die NS-Diktatur sich etablieren konnte. Einen Antrag auf Aberkennung der Ehrenbürgerwürde Hindenburgs lehnte die bremische Stadtbürgerschaft im Jahr 2014 mehrheitlich ab. Hindenburg und die Weimarer Republik. Paul von Hindenburg. Späterer Reichspräsident residierte in Schloss Wilhelmshöhe. Paul von Hindenburg ist einer der umstrittensten maßgeblichen Figuren des 20. Jahrhunderts in Deutschland.
Er war halt erstmal weltweit Oberbefehlshaber derjenige in deutschen Armee, die in Jahr 1914 die aus Preußen einmarschierten russischen Truppen vernichten schlug. Das trug ihm den Mythos vom Retter Deutschlands ein. Nach der Kapitulation des Reiches im Jahr 1918 wurde Schloss Wilhelmshöhe für 3 Monate Sitz der Obersten, jedes Leitung mit Hindenburg an der Spitze. Bei seiner Ankunft wurde er von Tausenden bejubelt. Von Kassel aus organisierte der Generalfeldmarschall mit seinem Stab die Demobilisierung der Truppen.